Die sind naturisch gewaltig. Wir haben schroffes Gestein, wir haben Wiesen und wahnsinnig schöne Wälder. Immer wieder ist man überwältigt. Wir haben immer schon mit Holz gearbeitet, also eigentlich die Familie seit jeher schon. Und deswegen, es war für uns eigentlich schon klar, dass wir was Besonderes schaffen wollen. Und ein Vollholzhaus ist einfach was Besonderes. Wenn man reinkommt bei der Türe, dann spürt man das sofort, man riecht es, man sieht es überall, also vom Restaurant über die Zimmer. Mir kommt immer so vor, als würde es einen sofort auch beruhigen. Und ja, man schläft eigentlich auch schon verdammt gut in dem Holzhaus. Es ist uns brutal wichtig, die Nachhaltigkeit. Und wir haben versucht, alles fertig zu denken. Und dann haben wir uns noch zertifizieren lassen und höchste Stufe gekriegt, höchste Level erreicht. Also wir haben Hauptschnitzelheizung. Das Heizmaterial haben wir vor Ort. Es wird luftgetrocknet und haben einen super Brennstoff, wo wir das Maximale an maximalen Energie rausholen können. Für uns ist es wichtig, dass wir die Lebensmittel, die wir verarbeiten, kennen. Wir haben ganz viele kleine lokale Produzenten, beispielsweise Kartoffeln, Eier, Fleisch. Das kommt alles von hier aus der Region und kommt eigentlich direkt vom Produzenten in die Hotelküche. Diese Qualität von den Ursprungsprodukten, das merkt man. Das ist einfach ganz was anderes. Wir sind kein klassisches Hotel, wir haben Apartments. Das heißt, jeder hat die Freiheit, seinen Urlaub so zu gestalten, wie er möchte. Also ich will für die Gäste hoffen, dass sie erholt heimkommen. Dass sie gerauschen sind, sagt der Südtiroler. Wir bieten Frühstück, wir bieten Abendessen. Wir haben eine gemütliche Bar, wo man abends auch schön zusammensitzen kann. Ich gehe mit den Gästen gerne an Tour, sei es im Sommer oder im Winter. Radl fahren, wandern, Schneeschuh wandern und langlaufen. Wir haben alles vor der Tür. Super Natur. Wir haben einen mega tollen Wellnessbereich. Wir haben 5 verschiedene Saunen. Wir haben 3 Ruhebereiche, einen 25 Meter Infinity Pool. Auch da, also es ist schon wichtig, dass der Gast die Entspannung findet, die er sucht. Das ist der Naturlaub im Hirn. Alles kann und nichts muss.